Hey, Sup, what's up, und willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Wie man schon gesehen hat, heute geht's um den Thanos oder wie auch immer der heißt, Handschuh. Und wie man ihn bekommt. Viele Leute fragen sich schließlich, wie bekomme ich diesen Thanos-Handschuh? Und darum soll es dann auch heute gehen. Thanos ist von diesem neuen Superhelden Marvel Universe Film, also ganz schön berühmt. Ja. Und genauso cool soll er anscheinend auch sein. Mal gucken, wo die Zone ist. Die Zone ist hier. Also dieser Thanos-Handschuh kann nur in der Zone spawnen. Also werden wir auch zum Beispiel in die Mitte der Zone gehen. Ja. In die Zone. Was man machen sollte, wenn man rausspringt, sollte man auch sofort den Fallschirm aktivieren. Weil das halt so die Taktik ist. Und rausspringen. Hier direkt bleiben. Anscheinend, wie es aussieht, haben andere Leute auch die gleiche Taktik. Also man sollte diese Zeit wirklich abwarten, diese 11 Sekunden Freiflugzeit. Ja. Und ja, man sollte hier rumschweben. Ich sollte vielleicht in die Mitte gehen. Man schiebt dann halt hier so rum. Hui. Und ab 2:10 sollte man einfach schräg nach unten fliegen. Also den freien Fall aktivieren. Und das machen wir jetzt. Runter. Yay. Und jetzt müsste... Ich habe das Geräusch schon gehört, aber... Hä? Wo ist der Handschuh? Ich habe das Geräusch gehört. Ja, jetzt bildet sich der Sturm. Jetzt müsste auch gleich... Ja, jetzt, da ist er. Da ist er. Da ist er, da ist er. Oh, scheiße, da ist schon jemand. Ja, mal gucken, ob wir ihn kriegen. Wahrscheinlich nicht. Aber, ja, so bekommt man ihn eigentlich... Komm her, mieses Schwein, hast mir den Handschuh genommen. Ja. Die Frage ist jetzt, der Thanos ist da oben. Auf jeden Fall, so bekommt man diesen Thanos. Wo ist der? Ja, da ist er. Der Thanos kann sehr hoch springen. Hat einen ultra krassen Schlag. Kann so nach unten springen. Kann alle Türen kaputt machen und so weiter. Was macht der Typ? Achso, er springt. Und er kann halt so einen Laser machen. Ja, auf jeden Fall. Das ist Thanos. Man hat gesehen, wie man ihn bekommt. Er ist okay. Immer wenn man einen tötet, wird das Schild voll generiert. Man hat auch nur 800 Leben. Die regenerieren sich nicht. Ja. Und das war's dann. Ciao.